Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Anschnallen Abfahrt. Wir sind Merle und Max und wir nehmen euch mit in unserem Camper Captain Knut von Ushuaia bis nach Alaska den ganzen Weg auf der Panamericana. Und um euch mal kurz abzudaten auf den aktuellen Stand, wir waren gerade fast 3 Wochen lang auf ein und demselben Campingplatz in Salta und noch nicht mal Wasser war im Pool. Und in diesem Video nehmen wir euch mit, endlich mal wieder vom Campingplatz weg, weil wir herausfinden wollen, ob unsere ganze Problembehandlung von dem kaputten Turbo, den wir vermutlich hatten, vielleicht auch haben, ihr werdet sehen, geklappt hat. Ja, wenn euch das gefällt, was wir machen, dann lasst uns gerne ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Das ist mein Move immer. Jetzt wünschen wir euch auf jeden Fall viel Spaß mit diesem Video. Einen wunderschönen guten Morgen. Oh, wie sehe ich denn aus? Naja, ein bisschen länger bin ich schon eigentlich wach. Meine Haare sagen was anderes. Egal. Wir wollten ja eigentlich gestern schon mal ein bisschen in die Höhe fahren. Das haben wir nicht so gut geschafft, weil wir in Salta tatsächlich noch einiges zu tun hatten. Wir haben unsere Lebensmittelvorräte aufgefüllt, weil es ja bald wieder irgendwann demnächst für uns nach Chile geht und da ist alles teurer. Deswegen wollten wir hier nochmal ordentlich aufstocken, weil es in Argentinien ja einfach günstiger ist. Und wir waren im Baumarkt, weil wir etwas ganz Wichtiges machen bzw. kaufen mussten. Und zwar unter anderem diese Gardinenstangen. Die sind für Mückenschutze. Die sind für Mückenschutze. Wie heißt das denn? Für Mücken. Was ist denn die Mehrzahl von Schutz? Mückenschutz. Die Mückenschutz. Die Mückenschütze. Mückenschütze? Naja, egal, ihr wisst es. Mückenschutzsysteme. Ja, genau, die Mückenschutzsysteme. Oh Gott, sorry. Also, unsere neuen Mückenschutzsysteme sollen nämlich dafür sorgen. Okay, ja, wir haben gute Laune, weil wir endlich wieder unterwegs sind. Wir haben hier zwar ja diesen Mücken. Pseudo-Vorhang, den haben wir ja schon seit Beginn. Aber das Problem ist, dass hier oben, da zwischen Stange und Decke immer noch ein bisschen Platz frei ist. Und wenn wir dann abends die Türen aufhaben und drinnen Licht an und so, dann kommen die Viecher da trotzdem durch. Hinten haben wir noch gar keinen Mückenschutz. Deswegen war uns das sehr wichtig, weil auch irgendwann demnächst, ich traue mich schon immer gar nicht mehr zeitliche Angaben zu machen, wann wir wo sind, weil eh alles anders kommt. Aber egal, werden wir auf jeden Fall ja auch weiter nördlich sein, wo dann wahrscheinlich auch viel mehr Viecher noch existieren, die auch viel mehr stechen und beißen. Deswegen war uns das wichtig, dass wir uns noch in einer größeren Stadt wie Salta darum jetzt kümmern. Und das werden wir dann irgendwann anbringen. Jetzt wollen wir auf jeden Fall unsere eigentlich angepeilte Strecke von gestern fahren. Und zwar hoch, ganz weit nach oben auf über 4000 Meter zum Tren de las Nubes. Das ist eine ganz berühmte Zugstrecke, die super, super, super in die Höhe geht. Und da gibt es eine Brücke, die wohl als hervorragendes Fotomotiv sich eignen soll. Deswegen fahren wir da jetzt mal hin und gucken mal, wie wir mit der Höhe klarkommen und vor allen Dingen auch, wie Knut mit so einer Höhe klarkommt. So hoch waren wir bis jetzt mit ihm noch nicht. In diesem Sinne, anschnallen. Auf 3600 Metern feiern wir den Klassenerhalt vom SV Werder Bremen. Erste Liga, Werder ist dabei. Wir sind Werder Bremen, grün-weiß das Emblem, Werder, der Meister. Leute, wir haben die 4000 Meter geknackt. 4000 Höhenmeter, das erste Mal mit dem Auto so hoch. Und viele unserer Zuschauer interessiert eines brennt. Merle, wie fühlst du dich dabei? Abenteuerlich, weil wir, glaube ich, mit Knut noch nie so hoch waren. Und man merkt schon, dass man jetzt anders fahren muss mit Gas geben und Kuppeln und so, weil wir viel weniger Sauerstoff jetzt in der Luft haben.
wirkt sich natürlich auch auf die Fahrweise aus. Deswegen muss ich jetzt mal ganz genau den Motor zuhören, fühlen, wie das Gas sich so ergibt. Ich bin schon auf der Suche nach Worte, weil die Luft hier so drin ist. Nein, daran liegt es nicht. Ich bin immer auf der Suche nach Worte. Und was erwartest du, wie wird Captain Knut sich verhalten? Bis jetzt läuft es ja noch ganz gut. Ne? Ich bin gespannt, wenn wir da oben beim Viadukt bei der Brücke sind. Da sind wir noch höher. Ich bin gespannt, ob wir uns trauen, den Motor einmal auszumachen oder ihn lieber erstmal laufen lassen. Dann möchte ich ihn auf jeden Fall auch wieder runterkriegen. Ja. Und du? Ja, ich bin auch super gespannt. Ich bin, glaube ich, so ein bisschen vorsichtiger und bin eher am Überlegen, ah, lass uns den Motor lieber laufen lassen. Ja. No risk. Ja, vor allen Dingen, also ich glaube, ich würde, wenn wir jetzt selber schon akklimatisiert wären und es wäre so, dass wir safe die Nacht oben schlafen könnten, würde ich sagen, okay, Motor aus und dann wieder an. Aber dadurch, dass wir das noch nicht sind und wir auf jeden Fall heute auch noch wieder runter wollen, ein Stück zumindest, würde ich, glaube ich, auch sagen, wir lassen erstmal den Zeitpunkt dann den Motor an und gehen auf Nummer sicher. Oh, 4080 Meter Höhe, 10 Meter Joggen oder 15 Meter, aber in einem echt gediegenen Tempo, Leute, und ich bin, die Arme kribbeln, echt? Die Pumpe geht, oh, krass. Was ist mit meiner Luft, ist es schon zu spät? Nee, wenn man Reime machen kann, ist es nicht zu spät. Ja, ich werde auf jeden Fall kein Hochleistungssportler in diesem Leben. Und kalt ist das. Richtig kalt. Kalter Wind, die Sonne ballert. Wir sind jetzt auf 4089 Meter und wir haben wieder unser gleiches Problem. Und jetzt müssen wir entscheiden, machen wir den Motor aus und wieder an und hoffen, dass es klappt. Oder fahren wir so weiter? Was würdet ihr machen? Schreibt das doch mal in die Kommentare. Ausmachen und wieder anmachen oder so weiterfahren? Auf über 4000 Metern. Da ist es mit dem Starten ja nichts rein. Tja, und was machen wir? Ich würde sagen, Knut packt das. Also I believe in it. Yes. Okay. Hast du auch eine Meinung dazu? Ja, ich meine das. Okay, wir sind gespannt. Locker! Easy going! Locker! Für Knut ist das Ringelpiez-Problem schnell gelöst. Aus und wieder an, weil er es kann. Anfahren ist nicht so leicht. Anfahren und mehr Prozent auf jeden Fall. Mehr Drehzahl. Schön. Jetzt wissen wir auch, 4000 können wir auch problemlos aus und wieder anmachen. Stabil. Habt ihr richtig getippt? Gerade eben ausgestiegen, dahin gegangen, um das Wasser aufzufüllen, um ein paar Nüsse zu holen und eine Cola. Jo, mir ist ein bisschen schwindelig. Also man merkt das schon, dass wir über 4000 Meter sind. Das ist schon, oh Gott, hui, was ist hier denn los? Wo sind die Blutkörperchen? Hier nicht. Ja, aber schick. Also kann man sich mal angucken. Aber hat man dann auch schnell gesehen. Hast du den süßen Zug da? Ja, den Zug filmen wir auch noch mal eben für euch.
Eine weitere Kontrollleuchte ist aufgetaucht. Hatten wir bisher auch noch nicht, diese. Und das ist, ich zeige euch die mal in dem Heft. Und ihr habt es schon gelesen, das ist der Dieselpartikelfilter. Der muss gereinigt werden, steht hier. Also macht ihr jetzt schon Mucken. Nach unserer ersten Tour auf 4200 Metern war ja echt nicht lange, nicht mal eine Stunde. Also er sagt uns, dass der DPF, der Dieselpartikelfilter, freigebrannt werden muss, weil der schon ziemlich verstopft ist. Wir wussten, dass das passieren kann. Wir wussten auch, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit passiert. Wir wussten aber nicht, dass es so schnell passiert. Und in diesem Moment haben wir auch unsere Starre. Ah ja, schön. Macht Spaß. Richtig geil. Oh Mann, es ging so gut los heute Vormittag und irgendwie jetzt ist echt gerade ein bisschen scheiße. Ja, zwischendurch ist auch noch die Leuchte, dass eine Tür offen ist, angewiesen. Die Seitentür hinten ist irgendwie wohl nicht mehr so ganz fest bei Schotterpiste bzw. Waschbrett. Es war schon ein heftiges Waschbrett eben zu dieser Zugbrücke. Aber die Musik macht auch, was sie will. Aber egal. Wir haben gerade mal kurz miteinander gesprochen. Wir werden zurück nach Salta fahren. Und Tag Nummer 21 auf unserem Lieblingsflugplatz verbringen. Ich meine, wahrscheinlich, oder nicht nur wahrscheinlich, es wird schon dunkel sein, wenn wir ankommen. Vielleicht kommen wir auch gar nicht bis ganz Salta heute noch, je nachdem wie fit wir noch sind. Egal, trotzdem steuern wir jetzt den Campingplatz nochmal an. Ja, ich meine, wir haben das Ganze jetzt hier in die Berge gemacht, weil wir immer gesagt haben, wir wollen es testen. Wir wollen testen, wie Knut sich verhält. Wir wollen testen, wie wir uns verhalten. Von daher waren wir irgendwie schon darauf eingestellt, dass wir, weil wir ja selber gesagt haben, es ist ein Test. Ein Test ist halt ein Test und der Test ist halt negativ ausgegangen. Und dementsprechend fahren wir jetzt zurück nach Salta und werden uns nochmal Gedanken machen über den Dieselpartikelfilter, ob wir den doch ausbauen lassen. Das Schwierige dabei ist, also das Ausbauen ist eigentlich nicht so das Ding, wenn man jemanden findet, der das gut macht, weil man muss es ja einmal mechanisch korrekt machen und man muss vor allen Dingen auch dem Bordcomputer sagen, dass dieser Dieselpartikelfilter nicht mehr existiert, glaube ich nicht. Und das ist eigentlich die Herausforderung. Das Gute wiederum ist, wir haben ja Heidi und Werner getroffen auf dem Campingplatz in Salta, die übrigens einen richtig fantastischen Blog schreiben. Blenden wir auf jeden Fall hier unten mal ein. Und die haben sich nämlich auch mit dem Thema schon ausführlich beschäftigt in Salta. Die fahren einen super krassen, mega coolen Offroad-Mercedes Sprinter. Und der Sprinter hat den gleichen Bordcomputer wie unser Crafter. Das bedeutet, die haben sich schon mal erkundigt bei einer Mercedes-Werkstatt in Salta und die das wohl können. Von daher wissen wir wenigstens schon mal eine erste Anlaufstelle, wo wir dann mal anfragen, ob das vielleicht geht. Aber bevor ich jetzt so viel weiter rede, ich glaube, es ist wichtig, dass wir jetzt erstmal drüber schlafen, den, ich sag mal, erneuten kleinen Rückschlag verarbeiten und dann morgen auf ein neues, mit neuer Energie an das Thema herantreten. Oder Schatz, was sagst du? Ja, und die Leuchte geht wieder an. Echt jetzt? Scheiße, hoffentlich kommen wir überhaupt noch bis Salta. So Knuti, alle Hände voll zu tun. Zeit und Geld wird es wieder kosten, aber keine Ahnung, ich habe trotzdem das Gefühl, dass wir, wenn wir dann irgendwann aus Salta final wegkommen, wahrscheinlich auch wirklich erstmal hoffentlich lange in der Richtung nichts haben. Und Hauptsache gesund, wir sind wirklich beide gesund. Wie man sich das jetzt so schön redet, ne? Nein, aber das ist wichtig, ja. Positives Denken ist wichtig. Es ist so. Positive Dinge konzentrieren, das ist ein Auto, mein Gott. Ja, und wenn man Positives ausstrahlt, kriegt man Positives zurück. Nach dem Motto versuchen wir ja auch zu leben. Aber trotzdem ist es manchmal auch okay, wenn man traurig oder enttäuscht oder wütend ist, wenn es gerade nicht so läuft. Ja. Aber jetzt denken wir wieder positiv. So, jetzt habe ich viel geredet. Ich musste das gerade mal kurz ein bisschen verarbeiten und euch auch in diesen Situationen natürlich frisch mitnehmen. Ja, und jetzt
machen wir erstmal aus und melden uns dann morgen mit neuer Energie wieder, würde ich sagen, oder? Ja, dann müsst ihr nicht sehen, dass wir die Tränen wegwischen unter der Brille. Ja, ich muss schon die ganze Zeit schlucken. Also bei mir kommen sie schon ein bisschen. Deswegen mache ich jetzt schnell aus. Tschüss! Guten Morgen! So, wie versprochen, melden wir uns jetzt am nächsten Tag mit etwas besserer Laune wieder zurück. Wir sind wieder auf unserem altbewährten Campingplatz hier in Salta mit dem riesengroßen leeren Swimmingpool. Und unser alter Stellplatz war sogar frei. Wir stehen genau auf dem gleichen Platz, wo wir vorher schon standen. Naja, und wir müssen uns jetzt gerade mal ein bisschen gute Laune machen. Deswegen ist Max gerade dabei, die Gardinenstangen oben, die neuen, anzubringen und unseren neuen Mückenschutz, unser neues Mückenschutzsystem, so haben wir es genannt, die Mückenschutzsysteme anzubringen. Und wir haben schon Kontakt aufgenommen mit einer, ich weiß nicht mehr genau, wo ich war. Irgendwie hat die GoPro sich gerade automatisch ausgestellt. Das ist total komisch. Die hat neuerdings auch total die Macken. Einmal zum Beispiel, dass sie immer sagt, Akku schwach, obwohl wir noch 42% haben, und sich dann einfach ausstellt. Falls einer von euch sich damit auskennt, wie man das Problem beheben kann, schreibt es gerne auch nochmal in die Kommentare. Genau, wo war ich? Also auf jeden Fall sind wir dabei, jetzt unsere Mückenschutzsysteme hier zu installieren. Und genau, zu allem Überfluss ist nämlich gestern Abend oder nachts, als wir die Jalousie zumachten wollten, und da bin ich wieder. Es ist eben schon wieder passiert. Jetzt habe ich einen neuen Akku reingelegt. Mann, ey. Im Moment ist wirklich der Wurm drin. Auf jeden Fall ist auch noch unser Dachfenster bzw. das Rollo vom Dachfenster kaputt gegangen. Ich glaube, es liegt auf dem Beifahrersitz hier. Das da. Zieht nicht mehr. Zieht nicht mehr ein. Die Aufrollung hier hinten, das hat sich sonst immer automatisch eingezogen, möchte nicht mehr, so wie wir. Tja, darum müssen wir uns dann auch noch kümmern. Mal gucken, wann. Deswegen haben wir uns gedacht, wir machen jetzt die neuen Mückenschutzsysteme ran und freuen uns dann darüber, bis der Mensch von der Werkstatt, wo das mit dem DPF dann gemacht werden kann, sich zurückmeldet. Ne? Los geht's. So, dass das hier an dieser Kante. Und so weit wie möglich nach links, ne? Damit es ja wirklich vor der ganzen Tür. So, ich hab's geschafft. Das Fenster ist repariert. Der Mechanismus funktioniert wieder. Diese kleine Stelle hier war gebrochen. Jetzt habe ich von der Gardinenstange, die wir gerade anbringen, ein Teil genommen, was wir nicht brauchen, so ein Plastikteil, habe ich auseinander geklippt und eins von diesen Teilen, da passt diese Stange genau rein, das habe ich jetzt hier hinter geklemmt und jetzt hält das wieder. Wieder was separiert, tütüt. Gutes Gefühl. Ein paar Stunden später hängt der erste Vorhang hier an der Seite. Ich führe es mal vor. Oben kaum noch Platz zwischen, ein bisschen ist noch, aber nicht mehr viel. Jetzt zieht man den hier so rüber. Tada! Und hier kann man ihn dann am Klett befestigen. Und dann hier auch. Dort, da sind so Klettstreifen, die halten das mega gut. Habe ich hier an der Seite auch noch ran gemacht. Und jetzt haben wir einen richtig coolen Mückenschutz. Von oben bis unten. Oben kaum Lücken. Hier fällt manchmal noch was raus. Ist alles noch ein bisschen optimierungsbedürftig. Aber auf jeden Fall ist die Lücke oben schon mal viel, viel kleiner als vorher. Und was auch besser ist, wir haben uns dafür entschieden, dass wir in der Mitte doch nicht durchschneiden, sondern einfach so lassen. Sodass, wenn Wind da ist, ist in der Mitte
nicht auffliegt. Und jetzt sind wir gerade dabei, das gleich noch von hinten zu machen. Max bringt gerade die Leiste an oder hat sie schon angebracht. Jo, und die Lichterkette repariert. Genau, da hat sich auch ein bisschen was aufgelöst. Und jetzt kommen gleich die Häkchen oben reingefriemelt und mit der Zange zusammengemacht, damit es gut hält. Das machen wir jetzt da hinten auch und dann friemel ich das zurecht mit dem Vorhang. Zurecht mit dem Vorhang. Works. In der Zwischenzeit hat sich auch die Werkstatt zurückgemeldet. Wir haben morgen um 9.15 Uhr den Termin und werden uns beraten lassen, was diese Partikelfilter und AGR-Ventil und so weiter alles betrifft und sind schon ganz gespannt, wie es nachher ausgeht. Aber wir sind froh, dass wir so schnell einen Termin jetzt doch bekommen haben. Wir hatten schon Angst, dass wir noch eine Woche warten müssen oder so. Aber das ging jetzt echt mega schnell. Hoffentlich können die dann morgen auch direkt aktiv werden. Das wäre richtig gut. Guten Morgen, wir sind bei ProChips angekommen. Wir haben ja einen Termin gehabt, um herauszufinden. Achso, du willst die Uhrzeit sagen, um 8:45. Wir haben einen Termin bekommen, um herauszufinden, ob wir den DPF rausnehmen lassen können und ob wir das Abgasrückführventil auf Englisch EGR, ob wir das deaktivieren können. Und jetzt hat er das gerade ausgelesen und hat festgestellt, ja, kann er machen. Das bedeutet, wir werden das auch beides machen. Ja. Jetzt kommt der DPF raus, das Abgasrückführventil wird abgeschaltet und dann werden wir wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich mehr Leistung haben, weniger Sprit verbrauchen, die Injektoren werden geschont, der Turbo wird geschont. Alles ist eigentlich geiler, außer die Abgase. Genau, und wenn das Problem dann immer noch auftritt, dann muss der Turbo gewechselt werden, weil das ist dann die allerletzte Möglichkeit. Dann haben wir alles durchgecheckt. Ja. Wir lassen uns mal überraschen. Und wichtig dabei ist, man kann den DPF und natürlich auch das AGR hinterher wieder reaktivieren. Das heißt, wenn wir wieder auf europäischen Straßen unterwegs sind, wo das ja gesetzliche Pflicht ist, dass man das hat, dann ist es auch so, dass wir das natürlich wieder machen werden. Ja, das Problem ist aber auch, dass wir den DPF, den können wir rausnehmen, aber die haben nicht das gleiche Teil, was sie hier wieder einsetzen können. Ja. Das heißt, wir haben nicht mal die Möglichkeit, dass hier dann ja, erneuern zu lassen. Das bedeutet, hier können wir das machen, aber in Deutschland, sobald wir zurück sind, wird alles wieder hergestellt. Genau. Und es ist eigentlich auch das, was hier alle machen. Also bis jetzt jedem, den wir getroffen haben, ja. Fast jeder macht es. Wir sind gespannt. Drückt uns die Daumen, dass es das ist. Jetzt kann man das Ding nicht mehr benutzen, beziehungsweise man könnte es noch benutzen, aber jetzt wird es hier aufgeschnitten. Dann holen wir den DPF raus, dann wird das wieder zugeschweißt und das gleiche Teil wieder eingebaut. Gut, dann ist das Ding raus. Schön. Da ist das Ding. Hoffentlich ist das auch die Lösung für unser Problem. It's full of ash. There is no point. It's full of ash and it's totally closed. Es sieht so aus, als wären sie gleich fertig. Wir sind gespannt. Wird gleich eine große schwarze Wolke hinten rauspusten. Wir sind zurück auf unserem schönen Campingplatz. Tag Nummer 22 fängt also heute für uns an, ohne Wasser im Pool. Ja, wir sind zurückgefahren über das Einkaufszentrum, war noch mal lecker, eben schnell ein paar Burger essen. Muss auch mal sein, nachdem wir 5-6 Stunden in der Werkstatt verbracht haben.
Jetzt habe ich den OBD-2-Stecker eben nochmal rangepackt und habe Federcodes ausgelesen. Da steht wieder EGR is deactivated. Eigentlich sollte das nicht auftauchen, denn der hat das ja ausprogrammiert. Also haben wir ihm mal einen Screenshot davon geschickt. Mal gucken, was passiert. Diese never-ending Story. Aber was hast du beim Beschleunigen schon gemerkt eben? Mehr Leistung. Also man merkt richtig, der hat jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr Dampf. Ja. Was ja auch ganz schön ist, ne? Er hat nicht mehr dieses, man gibt Gas und muss so alles ein bisschen Anlaufschwierigkeiten und dann erst, sondern er zieht durch jetzt. Genau. Ja, und wir ziehen jetzt auch durch mit Sport. Yay! Richtig Bock. Wir waren nochmal bei der Werkstatt heute und haben nochmal nachgeschaut, warum der Fehlercode EGR deactivated noch auftaucht. Er hat gesagt, es ist in der Memory, also es ist im Speicher gespeichert und dass die den da aber nicht rauskriegen. Genau, aber wir uns keine Sorgen machen müssen. Wir sind jetzt aufgebrochen, raus aus Salta gefahren und fahren Richtung Norden und schauen mal, wie der Knut sich so verhält. Hoffen wir, dass alles jetzt tutti ist. Ja. Testtour Nummer 34 gefühlt. Die Straße ist hier so eng. Kein Wunder, dass die so viele Schreine hier an der Straße haben, dass sie immer beten für eine gute Fahrt. Andererseits könnten die Straße ja auch mal ein bisschen breiter machen, ne? Oh, da sind sie wieder, die Radfahrer. Ach, haben sie andere Radfahrer wahrscheinlich getroffen. Wir sind angekommen in Purmamarca. Wir drehen jetzt eine kleine Runde. Es gibt einen Berg der sieben Farben, hat Mel mir erzählt. So, zwei sind schon im Ziel. Auch Elke kann sich einen High Five abholen. Eines der besten Dinge, die wir in Argentinien kennengelernt haben, werden wir nun nie wiedersehen.